Punkt, Punkt, Punkt. Und deshalb kommt er von der Stufe 3 in der Erkenntnis der absichtlichen Nichtbeantwortbarkeit dieser Fragen, damit das stattdessen in die Aktion übergeht des kopflosen Handelns zur Stufe 4 und weiß, dass es keinen Ausweg daraus geben soll, lediglich als dieses spezial gezüchtete Ersatzergänzungsglied, als dieses Substitutionsteil seinen Tribut abzuliefern für die Drittveränderungsimperative als die Fortfolge des einzigen Ewigkeitsauswegs der Körper. Und ihm also nur die Wahlfreiheit bleibt, zu sagen, entweder schwimme ich damit in diese Ausweglosigkeit mit dem einzigen Ausweg und lasse mich in dem großen Strom aller anderen mittreiben. Oder aber ich verweigere das. Denn beide Formen sind die einzige Möglichkeit einer Einschreibung ins Reale, als einzige Möglichkeit an dieser Stelle ins Reale irgendetwas einzuschreiben und zu bewirken. Die Neutransformierung der Körper verändert das Reale, aber auch die Verweigerung dieses Prozesses ist etwas vom Ewigen und verändert die Struktur des Realen endgültig. Und zwar nur in diesem Register. Und daraus resultiert dann, dass das Phantasma des Buddha falsch war, weil das eine ist nichts anderes als eine Interferenz, praktisch eine positive Wellenverstärkung und Bildung innerhalb der Struktur der Rekombinatorik, während die Verweigerung auch etwas im Realen bewirkt, aber den gegenläufigen Prozess darstellt. Letzten Endes eine Unterwelle, eine Interferenzwelle, die die Aufbäumung der Wellentransformationen, der Muster, Veränderungen bremst, unterläuft und durch Interferenz verlangsamt. Aber da das Gesetz der Rekombinatorik nur darauf hinauslaufen kann, um die endgültige Erlösung irgendwann zu erlangen im Phantasma des Buddha, dass das Ganze durch immer mehr Verkomplizierung, durch immer mehr Kompression von aufeinandergepressten Materieresten am Ende den Endausgang nimmt in das Verschlucken aller schwarzen Löcher, hin wiederum aller anderen, um zur Nichtsvirtualität des reinen Nichts zurückzukehren, würde dieser Prozess der Verlangsamung, der Unterwanderung, der Subversion, der Wellensaufbäumungsgichtung das ganze Gegenteil bedeuten, den Prozess bis zur Enderlösung nur hinauszögern und nicht beschleunigen. Die Erlösung hinauszögern, die im Phantasma des Buddha durch Begehrensedlidierung, durch Auflösung aller Begehrensreste im Anhangen konzeptualisiert war. Punkt, Punkt, Punkt. Und dies setzt dann wieder folgende Konsequenz in seine Rolle
aber über die sprechen wir heute nicht mehr.